So, und dann mal zur dritten Folge für diese Aufnahmesession hier. Wir sind hier gerade so ein bisschen in einem kleinen Eroberungszug und hier hat es endlich mal ein Kleriker geschafft, mal was zu bekehren. Das war in den letzten Folgen eher nicht so. Und wir brauchen neue. Irgendwo gab es eine Provinz. Da konnte ich. Ah, auffüllen. Kämpfen. Wir brauchen Lehnsritter. So, und wir haben fast nichts mehr hier. Wir kriegen über 1000 pro Runde. Eine ganze, und wir haben keine Steuern. Das muss man auch mal noch mit dazu sehen. Soll er mal probieren zu belagern. Schauen wir mal, wie lange er durchhält. Um es mal zu sagen, wenn die Nahrungsreserven voll sind, was ja stark so aussieht, dann hat Cyrenaika 700 Nahrung. Also kann sehr lange, da es auch Salz hat und so weiter, Salz und Fisch. Was wäre verlassen? Frankreich hat Ilkhanidien den Krieg erklärt. Wie groß ist Frankreich? Ja, okay, es sind schon ein paar Provinzen, gebe ich zu. Lothringen hat sich auch gebildet. Pfalz. In Nyland. Was, um in Norwegen aufgenommen zu werden? Das ist Norwegen? War mir gar nicht bewusst, dass dort Norwegen liegt. Aber wahrscheinlich. Aber es wird schon irgendeine Erklärung für geben. So. Böhmen wäre dann schon. Nee. Mähren wäre das nächste. Ja, das eine ist ein Stück näher, aber. Vier Provinzen. Schauen wir mal, wie viele von diesen vier Provinzen wir in dieser Aufnahme schaffen. Ich vermute einfach mal einige. Nyland. In Preußen. Belagern. Ja, ist klar, dass der eher da ist. Da mischt sich aber auch niemand ein, hm? Zack. Oh, hohe. Angriff. Ich glaube, diesen Angriff führe ich mal selbst. Angriff auf Mähren. Und es pisst natürlich. Nicht? So, die feindliche Armee und ihre Festung, genau. Okay, wir greifen also so quasi von zwei Seiten an. Und da ist der feindliche König, der natürlich höchstpersönlich mit dabei sein muss. Das aussieht, oh Scheiße, am Fernkämpfer, ich hasse es. Okay, wie machen wir das? Die sind recht gut organisiert, so wie es aussieht. Okay, wie schlagen wir am besten zu? Wir nehmen. Oh, und es donnert. Also ich höre ja hier dann auch noch den Donner.
Okay. Scheiße, eigentlich bräuchte man hierfür Belagerungsgerät. Da haben anscheinend welche aufgegeben. Haha. Gut. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Das sind Stadtwachen, Bogenschützen. Auch Bogenschützen? Gut. Puh. Linie. Linie und ausschwärmen. Und ebenfalls zuerst auf die Bogenschützen gehen. Oh, geil! Sogar noch in die Stadtwachen rein! Oh, das ist so ein Gemetzel. Noch eine Salve. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Und noch auf die hier. Noch mehr. Die scheiß Fernkämpfer müssen weg. Sonst brauche ich mit meiner Kavallerie gar nicht erst zu kommen. Mit meiner schweren. Die haben zwar keine Feuerpfeile, aber gefährlich werden kann das trotzdem. Noch mehr haben sich ergeben. So. Da das so viele sind, machen die das auch relativ gut kaputt. Oh, die können selbst von da schon schießen. Hallo? So, das ist ein bisschen taktisches Rum. Das sind Stadtwachen, okay. Dann ist gut. Es ist ein bisschen. Was sind das? Wüstenkavallerie. Einfach weil das diesen schönen Effekt hat. Einfach deshalb. Bam. So, schön. Tuck. Ja, aber Stadtwachen sind stark. Die Stadtwachen sind standhaft genug. Lassen wir uns erstmal wieder Aufstellung beziehen. Was? Die haben auch berittene Bogenschützen. Boah.
Okay, dass die auch berittene Bogenschützen haben, wusste ich nicht. Sind das alles noch Lehensritter, die hier stehen? Ja. Und Karfracke. Komm, eine Salve noch. Mehr ist nicht nötig, oder? Doch. Boah. Hallo. Zack. Jetzt. Die haben sogar noch mehr. Das ist scheiße. Kreuzfeuer. Kreuzfeuer kann so mies werden. Okay. Wieso muss ich das jetzt gerade ausgerechnet so machen? Mir klar, dass der Feind vor der Niederlage steht. So, jetzt. So, zuerst alles schön mit. Ich denke, es wird trotz allem, denke, noch eine harte Schlacht. Bogenschützenritter. Okay. Gut. Gut, es wird Zeit anzugreifen. Gut. Stürmt. Stürmen, 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 stürmen. So, jetzt alles. So, den feindlichen König wird jetzt umgebracht. So.
Gefangen genommen? Minus 4, minus 5. Hahaha. König. Zack. Und wir haben sie erobert. Mit Verlusten, aber wir haben nicht direkt. Aber wir haben ja nicht direkt irgendwas Besonderes da verloren. Zack. Kämpfen. Und die Rebellen werden vernichtet. Hätten sie unsere Truppen hier von Meeren geschickt. Ich glaube, hier ist gerade ein Bug drin, aber egal. Oh, will Böhmen mich etwa provozieren? Schlecht. Ganz schlecht. So. Wie es aussieht, aufgrund dieses harten Kampfes, haben wir jetzt hier in dieser Aufnahme nur eine dieser vier Dinge geschafft. Die anderen machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Ich speichere noch schnell. Ja, heute ist der 7. März. Ja, ich möchte das gewählte Spiel überschreiben. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss.